Hallo Jörg Fuhrmann hier aus Zürich von der Supervision mal wieder bei Peter Levin. Ja, in einem Züricher Hinterhof unter der Regenrinne. Ja, in jeder Familie braucht es jemanden, der irgendwann aufsteht und hinschaut. Und möglicherweise bist du der oder die, die das in der eigenen Familie tut oder getan hat. Möglicherweise fühlst du dich auch ein bisschen wie ein Außerirdischer oder eine Außerirdische. Es haben mir auch immer wieder Menschen berichtet, dass sie das Gefühl haben, sie wären in der falschen Familie gelandet und im Krankenhaus oder so vertauscht worden. Das können alles auch ein Stück weit Phänomene und Symptome von Trauma sein. Also, dass man sich permanent irgendwie am falschen Platz, am falschen Ort fühlt, nicht richtig im Körper fühlt und so weiter. Und meine Erfahrung ist die, wenn einer in der Familie anfängt, sich bestimmte Phänomene anzuschauen, Dinge, die da möglicherweise schief gelaufen sind oder ungünstig gelaufen sind, hat das immer eine Auswirkung, also eine zirkuläre Auswirkung und eine systemische Auswirkung auf alle anderen. Ich benutze dazu immer diese Metapher mit dem Mobile, das heißt also, da hängt ein Mobile an der Decke mit vielen verschiedenen Figuren aus, was weiß ich, Holz. Und wenn du halt den Papageien links außen anstößt, ja, dann muss sich der Elefant hinten rechts auch bewegen. Möglicherweise nur minimal, aber er oder sie muss sich bewegen. Und das ist ein ganz natürlicher systemischer Effekt, dass wenn einer sich verändert und wenn es nur um eine Nuance ist oder wenn es nur ein ganz kleiner Teil ist, der sich verändert im ganzen Komplex, hat das trotzdem eine Rückwirkung, eine systemische Rückwirkung auf das Ganze. Ja, und das ist ja auch das, was die systemische Therapie und Arbeit ausmacht und schwerpunktmäßig eben erkannt hat. Man kann halt am Individuum rumarbeiten oder man kann auch die Systeme sich anschauen. So, und manchmal gibt es aber auf die Systeme als solche nicht so einen Zugriff, außer indirekt. Dann ist wieder der Einzelne gefragt, dass er oder sie quasi stellvertretend was macht oder auflöst. Und das Spannende ist eben, selbst wenn er oder sie das gar nicht zum Ziel hat, das zu tun, passiert häufig trotzdem etwas. Dann fangen auf einmal eben auch andere an, Dinge zu verstehen, zu sehen oder selbst irgendwie hinzuschauen. Fangen auf einmal irgendwelche Hobbys an, die vielleicht was mit Mindfulness zu tun haben oder mit Meditation und so weiter. Ja? Also wo es darum geht, Bewusstsein zu verändern und zu erweitern. Und ich möchte dich einfach ermutigen, falls du die oder derjenige bist in deiner Familie, die oder der da auf der Suche ist und das Gefühl hat, irgendwie er ist alleine damit. Es gibt da Tausende und Abertausend andere, denen es genauso geht wie dir. Und das ist ganz komisch. Häufig, was weiß ich, gibt es da drei Geschwister und da sind zwei von, die interessiert nichts. Ja? Die Eltern auch nicht, die Onkels und Tanten auch nicht. Aber dieser eine, der dritte im Bunde quasi, der ist auf einmal auf dieser Fährte und stellt eben andere Fragen. Was weiß ich, nach dem Sinn des Lebens, wozu bin ich hier, was war früher, was haben meine Großeltern erlebt, ne? Und das ist gar nicht unnormal, sondern das ist eher auch gesund, das zu tun, denke ich. Und vielleicht würden das sogar alle tun, wenn da nicht eine Schicht drüber liegt, die kulturell das Ganze, diese Frage, diese Suche nach diesen, oder dieses Fragen, Suche nach Antworten, wenn das nicht so zugekleistert wäre und die ganzen Emotionen nicht so zugekleistert wären. Und von daher würde ich dich einfach dazu ermutigen, da am Ball zu bleiben, auch wenn du dich vielleicht noch so sehr außerirdisch fühlst oder nicht dazugehörig fühlst, gerade deswegen da dran zu bleiben.
weil ein wesentlicher Teil der Lösung ist in dir. In diesem Sinne, schöne Grüße aus einem verregneten Züricher Hinterhof, Jörg Fuhrmann. Ciao.